Moin, hi, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zum Starter Pack Opening. Der TurboTax 2024 ist hier. Endlich geht's wieder los. Die 5-Jahres-Kollektion. Und ja, was uns erwartet, seht ihr natürlich nach dem Intro. Jawohl, Leute, ich habe hier heute, wie angekündigt, das Starterpack der Turbo Attacks 2024. Es ist die 5. Serie mittlerweile, die es zur Formel 1 gibt. Das Ganze kostet 9,99 €. Wir haben hier vorne einmal Hamilton, Perez, Ricciardo und Sainz drauf. Passt eigentlich, weil die beide kämpfen gerade ums Red Bull Cockpit. Enthalten sind 20 Karten. Eine Riesenkarte, 32-seitige Sammelmappen-Spieler. So, liest sich komisch. Ist, glaube ich, bescheuert einfach übersetzt. Und dann haben wir garantiert hier drinne 2 Limis. Hinten gucken wir uns einmal die Produkte an. Es gibt normale Päckchen für 2,50 € mittlerweile. Ist heftig. Starterpack. Mega Multipack. Dazu kann ich sagen. Könnt ihr euch nur freuen. Dann haben wir Value Books, Megatin und nochmal Megatins. Ja, wir feiern 5 Jahre F1 TurboTax. Ich habe richtig Bock auf die Serie. Ich würde sagen, wir legen los. Ui, da kommt mir doch entgegen. Da haben wir einmal direkt die Riesenlimi von George Russell für Mercedes. Ja, bei den Karten weiß ich halt leider nicht, wo ich die hinpacken soll, bin ich ehrlich. Dann haben wir das Frontcover. Finde ich, sieht sehr schön aus. Gefällt mir richtig gut. Hier die Kartenverteilung. Zack. Dieses Frontcover finde ich richtig schön. Das ist die Rückseite dann. Hier haben wir 2023 Stat Attacks. Ah, okay. Wir haben sie dann die Stats der letzten Saison draufgeklatscht. Dann haben wir hier das Sammlermagazin. Das gucken wir uns gleich an. Sind das Warum habe ich 2 Spielanleitungen? Okay. Lol. Einfach 2. Eine Riesenkarte. Und zwei. Okay. Ich habe hier alles doppelt drin, keine Ahnung warum. Ich muss das einmal an, falls man das auf so einem Spielfeld spielen will. Also hier eine Rennstrecke. Und hier nochmal die komplette Checkliste. Ich weiß es. Ich hoffe, man hat es gut erkannt. Kann ich gar nicht genau sagen. Und dann haben wir hier einmal drauf: Russell, Magnussen, Ocon, Alonso. Ocon aktuell ja ohne Sitz, Magnussen ohne Sitz. So, jetzt blättern wir hier einmal durch. Wir haben hier einmal alle Karten. Oh, Michael Schumacher Relikt. Alter. Nie Mayhem. Klassiker. Zurück in die Vergangenheit. Oh, es gibt Flashback-Karten. Geil. Was klebt denn das so? Genau, Produkte. Also der F1-24-Kalender, die sind ja dieses Wochenende in Belgien. Das ist Runde 14 von 24, also 10 Rennen kommen danach noch. Dann limitierte Karten. Alter, gibt es hier eine Auswahl. Die Limis alleine schon. Dann haben wir Signature Style, Parallels, Holofoil, Fahrer, auf die man achten sollte. Oliver Behrmann, ja, hat jetzt ein Cockpit für die F1, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Charlie Wurz, ja, Tops Now. Das war's auch schon. Jetzt gucken wir einmal hier durch, ist sie dasselbe? Jo. Also ich habe 2 Spielanleitungen, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Dann bauen wir einmal die Mappe zusammen. Zack. Nein.
So, ich nehme das Ganze jetzt hier donnerstags auf. Aber es kann sein, dass ihr das Video auch direkt heute seht. Ich hatte eigentlich für heute ein anderes Unboxing geplant. Match Attacks. Ich war 10 verschiedene Booster. Und durch die Neuankunft dieser Karten oder dieser Serie verschiebe ich das jetzt einfach mal, weil ich es kann. Und dann haben wir noch zwei normale Packs. Ich hole euch jetzt mal näher ran. Entweder cutte ich das jetzt oder ich mache es einfach so. Zack. So sieht das aus. Starten wir dann mit dem Päckchen. Der erste Eindruck. Der Mono-Turbo-Attacks. So sehen sie von hinten aus. 5 Years. Okay, und die haben verschiedene Farben je nach Team. Okay, das ist nice. Und wir starten Driver of the Day in Final. Circuit Chronicles. Tsunoda holds off Hamilton to earn Driver of the Day. Abu Dhabi Grand Prix. Letztes Jahr. Hätte man vielleicht auch in Deutsch übersetzen können. Charles Leclerc Winner's Circle. Alter, die sehen richtig geil aus. Die gefallen mir richtig gut. The Street Master Delivers Paris, Saudi-Arabien 23. Bin mal gespannt, ob er seinen Sitz behält. Ich glaube ehrlich gesagt, nee. Public Service von Lance Stroll, PSA. Hier steht dann immer was. Joshua Dirksen, Hero aus der Formel 2. Bei Ike's Racing. Oh, hat auf jeden Fall ein paar gute Rennen. Zach O'Sullivan. Logan Sargent, bin mal gespannt, ob der noch nach der Sommerpause fährt. Das ist ja auch ein Gerücht, dass man ihn schmeißt. Meme Mayhem, Yuki Tsunoda, Yuki Breakfast. Bin mal gespannt. Ja, Yuki steht ja auch aktuell im Kursus Red Bull. Dann PSA, Public Service, Konnichiwa von Pierre Gasly. Ehemaliger Kollege, Teamkollege von Tsunoda. Santiago Ramos, Formel 3. Formel 3 verfolge ich leider kaum. Team Principal. Oder Team Principals of the Paddock, Toto Wolff, Mercedes. Finde ich eigentlich ganz schön. Also mir gefällt das Design richtig gut. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Enzo Fittipaldi. Oh, Signature Style. Richtig geiles Style. Guckt euch die mal an. Daniel Ricciardo. Signature Style. Die sehen mal richtig schön aus. Und dann haben wir hier noch Tops Award von Alexander Albon. Ich muss aber sagen, es kann sein, dass ihr in naher Zukunft das erste Map-Update habt, bekommen werdet. Dann mit den Starter-Pack und den Multipack-Karten. Ich habe mir aber schon eine Mappe von einem Sammler abgekauft, der, glaube ich, schon 200 Karten hatte, damit ich die Sammlung ein bisschen schneller voll bekomme. Aber das werde ich euch dann alles noch, denke ich mal, schätze ich mal, zeigen. Kann sein, dass ich auch das einfach in einem Map-Update dann hinzufüge. Wird sich aber zeigen. So, jetzt kommen wir zum Limi-Pack. Alter! Guckt euch diese brutale Limi an. Was ist das denn? Die sieht ja mal brutal geil aus. Max Verstappen. Alter Falter. Dann Oscar Piastri. Letzte Woche ersten Sieg. Hat mich richtig gefreut. Ich mag den Jungen richtig. Dann haben wir Carlos Sainz. Epic Moment. Singapur 23. Dann haben wir George Russell. Epic Moment. Dann haben wir noch Luke Browning von Hightech. Und dann haben wir noch Ernst Hart Food Point. Sorry, mein Englisch ist scheiße. Kevin Magnussen, Miami 23. Und da war es das mit dem Starterpack. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, Kommentar nicht vergessen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, haut rein. Tschüss, Koski, peace out. Ich bin raus und ciao.